Johnny, trödel nicht so. Na los. Bin direkt hinter dir, Pa. Ich gehe vor. Du kommst nach und passt gut auf. Hallöle und guten Tag, hat er gesagt, und willkommen zu Desperados 3. Richtig. Ein geiles Spiel. Hoffe ich. Reviews sagen mir alles. Ich habe damals, kurze Geschichte, ich habe damals den ersten Teil sehr geliebt und sehr gefeiert. Ist schon ein paar Jährchen her. Und der zweite Teil, der war so, absoluter, kompletter Grottenmist. Aber seit ein paar Tagen ist Desperados 3 raus und ich habe so ein bisschen gezögert und gewartet, aber jetzt, nachdem alle schreiben, was für ein fantastisches Spiel es ist, dachte ich, ja, was soll's, ne? Denn spiele ich es eben halt auch. Und da sind wir. Für jeden, der nicht so richtig weiß, in welche Richtung das geht, vielleicht kennt ihr noch die Kommandos-Reihe. Das ist so gesehen ein Taktik-Shooter, aber eben auf Vogelperspektive, um es mal einfach auszudrücken. So, ich kümmere mich drum. Dann wollen wir denn auch schon mal gehen. Und beziehungsweise, gut, mittlere Maustaste, funktioniert alles. Sonst können wir hier nicht okay, so großartig unterwegs. Was machen. Aber natürlich, wenn wir am Bildschirm rankommen, können wir auch noch ein bisschen was machen. Hier können wir, glaube ich, was aufheben. Klare Sache. Ich weiß nicht, was es ist. Genau, verdammt, ich verdurst hier draußen noch. Okay. Ich mach das schon. Schleichen. Okay, Sichtkegel. Wenn ein Feind dich sieht, wird sein Sichtkegel gelb eingefärbt. Erreicht dich das Gelb, so bemerkt der Feind dich, greift an und schlägt Alarm. Wähle mit Maus rechts einen Feind aus, um dir sein Sichtkegel anzeigen zu lassen. Okay. Da ist die erste Wache. Ich lass mich besser nicht erwischen. Ich würde es trotzdem hier haben. Was Augen ist denn? Auf, Johnny. Klar, kein Problem. Achso, das ist nur dieser Hinweis. Rechte. Kommt hier überhaupt mal einer vorbei? Nee. So. In Kommandos war es auch. Jetzt oder nie. War es auch so gewesen. Wir müssen da hinten hin. Dass die auch Laute von sich geben. Da könnte man noch. Ich komm später zurück. Mit einer Adler. Da drinnen können wir uns verstecken. Das ist ein Schütze. Wir können, glaube ich, sonst gar nichts machen. Ne? Ich glaube, hier hinter könnten wir uns dann verstecken. Aber wir werden einfach, wenn er jetzt gleich weg ist. Muss ich hier draußen sein? Ich weiß das auch nicht. Aber ist das schon ganz cool gemacht, ne? So, klar, komm. Gehen wir. Vorbei sind. Warum gehst du nicht auf, du Miststück? Ein kleinen Sichtkegel. Unterwegs. Der nächste Tipp. Komm schon. Okay, da oben können wir speichern, das ist klar. Ne? Du kannst das Spiel jederzeit speichern, indem du F5 drückst. Den zuletzt gespeicherten Spielstand kannst du schnell laden, indem du F8 drückst. Mache dir von dieser Möglichkeit oft Gebrauch. Es ist ein beabsichtigter Teil des Spiels, zu scheitern und das erneut versuchen zu müssen. Ja, das kenne ich also und das ist oft genug passiert. Das ist mein Junge. Jetzt bleib bei mir. Da vorne ist noch einer. Gucken uns mal ein bisschen um, aber sonst ist eben alles klar. Wir können natürlich jetzt noch Vater einholen, die Karte öffnen. Jetzt oder nie? Nee, warte mal, ihr wolltet wegexen. Klar, kein Problem. Cooper kann eine Münze werfen, um Feinde innerhalb eines blauen Radius abzulenken. Drücke D, dann die Maustaste L, um sie zu werfen. Ja, unten haben wir sein. Wir müssen ihn ablenken. Klar, ich werfe einfach eine Münze. Gute Idee.
Sieh zu, dass er sich wegdreht. Ich erledige den Rest. Braucht er Wechselgeld? Wow. Vergiss nicht, ruhig denken, schnell handeln. Und wir verstecken immer die Leiche. Du hast gut aufgepasst. Einfach im Gebüsch reinkicken, ne? Hey, geil, wa? Geht gefällt klar. Mir jetzt schon wieder. Ja, das war noch easy. Bleib unauffällig. Es wird noch richtig heikel später mal. Okay, unterwegs. So, da können wir uns wieder einen Tipp reinziehen. Oh, das ist hier mit. Ah, okay. Das ist auch gar klar, nicht schlecht. Gehen wir. Das war mit Alt. Gegen was jetzt passiert. Der Showdown-Modus. Wir gucken uns mal das an. Ah, wir können auch posieren. Ah, okay. Der Showdown-Modus pausiert das Spiel, damit du eine Aktion pro Charakter planen kannst. Du kannst die Aktion sofort ausführen oder diese für später aufheben. Drücke Umschalt, um in den Showdown-Modus zu wechseln. Hinweise: Der Schwierigkeit Desperados passiert in den Showdown-Modus das Spiel nicht. Ich hasse Pferde, Billy. Was kommst du zu mir? Ich stehe hier nur wach. Wirf eine Münze zum Pferd. Ein falscher Penny kommt sofort. Ich brauche einen anderen Weg. Unterwegs. Okay, verlasse den Showdown-Modus. Führt deine Aktion mit Eingabe aus. Kopf. Du bist der Schlimmste von denen. Nee. Auch nicht schlecht. Ich speichere mal kurz. Ich glaube, die haut jetzt ab, oder? Oder was macht die? Du kümmerst dich um die Pferde, Sal. Sehr witzig. Ich habe noch jede Menge davon. Klare Sache. Komm schon. Hast du das gehört? Aber was soll ich machen jetzt genau? Pferde ärgern. In die Bach. Ach, zu treten, okay. Jesus, ich hasse Pferde. Ah. Dumme Biester. Hätte ich mal vorher gelesen, dass ich die dabei. Ich mach das schon. Kopf. Moment mal. Ich kümmere mich drum. Hey, Pa. Ja? Wie viele Männer hat Frank eigentlich? Ist doch egal, Junge. Mann gegen Mann, da hast du immer eine Chance. Man muss das Rudel nur ausdünnen. Ein falscher Penny kommt sofort. Nee, das wollte ich gar nicht. Unterwegs. Abgesperrt. Ja. Habe ich mir doch gedacht. Okay, mal da oben ist also der Strickleiter. Also gut, Junge. Zeit für eine Herausforderung. Siehst du die Strickleiter dort oben? Jo. Du musst sie zu mir herunterwerfen. Alles klar. Zoom aus halt. Ja. Und wie? Das kann ich jetzt einfach machen? Geht klar. Wie machen wir das? Der klettert hier hoch? Ah ne, da, die Hecke. Okay. Das ist, solange uns keiner sieht. Okay, unterwegs. Okay, ich kümmere mich drum. Gut gemacht. Das ist mein Junge. Das war leicht. Ich mach das schon. Auf hinterher. Halt den Kopf unten. Da sind noch mehr. Okay, Gunman. Während du geduckt bist, Lea, kannst du dich sicher durch den dunklen
oder ungestreiften Bereich des feindlichen Sichtpegels bewegen. Stehst du geduckt auf ein Dach, so bist du für die Wachen darunter grundsätzlich nicht zu sehen. Alles klar. Jetzt oder nie? Nein, nein. Du musst einen Weg finden, dich dadurch zu schleichen. Hast du schon von Lindberg gehört? Sie hat doch glatt die letzte Flasche vom alten Hutch ausgeleert. Ah, gucken wir mal. Das erklärt, Dach erreichen. Der Saftsack so einen Hass auf sie hat. Aber wie soll ich das machen jetzt, ne? Bei der sieht mich hier auf jeden Fall. Wahrscheinlich mit der Münze wieder. Aber und ich was weiß. Was glaubst du, was er nun macht? Wir können sie ja mal probieren, eine Münze. Duell auffordern? Ja, du kennst doch den alten Hutch. Sein einziger Freund ist die Flasche. Also er sieht den Bereich nicht und der auch nicht. Also wenn ich jetzt hier hinterher. Kein Problem. Klar. Ich würde auf Hutch setzen. Keiner ist so gemein wie er. Und so schnell. Ja, außerdem ist der Sturz betrunken. Noch jede Menge davon. Und zittert wie Espenlaub. Gut, dass ich die dabei habe. Ein falscher Penny kommt sofort. Dauert noch. Naja, warte, warte. Ich setz $5 auf Hutch. Was sagst du? Speicher mal kurz vorher. Die Wette. Da war irgendwas. Klar, gehen wir. Unterwegs. Aha, die drehen sich denn nur um. Hast du schon von Lindberg gehört? Sie hat doch glatt die letzte Flasche vom alten Hutch ausgeleert. Hast du das gehört? Klar, gehen wir. Lindberg! Komm raus, du rotzbesoffene, whisky-stehende Wildsau! Hier bin ich, du unnützer Saufkopf! Bring dir das hinter uns! Hast du das Schneid gehört? Schneid die sich jetzt ab? Das geht nicht gut aus. Na los! Komm schon, vor der Duell. Verzeih, dass du für das bezahlst, was du mir geschuldet hast! Dann macht jetzt! Übelster Duell. Machst mir keine Angst, du Depp! Siehst du den Typen hinten bei der Klippe? Lenk ihn mit deiner Münze ab. Dann kann ich beide erledigen. Hinten bei der Klippe? Also hier, den hier. Bin ich hier irgendwie vorbei? Wollen wir kurz überlegen. Am Anfang ist es ja immer so ein bisschen kompliziert, ne? Seine Wege zu machen. Stopp mal, wir können doch jetzt hier. Ah, okay. Wir könnten hier jetzt einmal rum und wirklich bis nach hier laden. Unterwegs. Und dann meinetwegen. Können wir denn. Falscher Penny kommt sofort. Das da reinwerfen? Braucht der Wechselgeld. Hast du das gehört? Donks. Er atmet noch. Fessle ihn schnell, bevor er wieder zu sich kommt. Okay, fesseln können wir auch schon. Klare Sache. Ja, gib Gas, kleiner Junge. Bin gleich fertig. Gut gemacht. Und jetzt versteck ihn in den Sträuchern. Ganz schön schwer. Klar, kein Problem. So viel ackern, ne? Guter Junge. Auf geht's. Und zack, versinkt er. Und nicht schlecht, ey. Geht klar. Wir würden das erstmal angucken hier. Leichen kannst du in Gebüschen, Häusern und anderen Orten verstecken. Drücke Strong und dann die linke Maustaste, um eine Leiche aufzunehmen. Wenn du eine Leiche trägst, musst du Strong gedrückt halten und die linke Maustaste drücken, um sie an der gewünschten Stelle abzulegen. Ja, das haben wir ja schon gemacht. War ziemlich easy gewesen. Wir müssen mal gucken, wo der Paps jetzt hier eigentlich so hin möchte. Kein Problem. Noch ist hier alle ziemlich safe, aber ich glaube, da kann. Wir müssen weiter. Ja. Ich kümmere mich drum. Oh. Das hat keiner gehört? Ich mach das schon. Wo kommen die alle her? Egal.
Siehst du den Kran dort oben? Ja. Wie wär's, wenn du raufgehst und die Ladung runterlässt? Wird erledigt, Sir. Und wie sollen wir das machen? Wie soll ich denn da oben hinkommen? Also wir können natürlich hier hochklettern, das ist logisch. Aber wir müssen ja irgendwie hier die Luke... Achso, da in die Tür rein. Okay, der sieht da gar nichts. Das heißt, wir könnten eigentlich hier dran vorbei. Wir müssen im passenden Moment nach oben. Okay, unterwegs. Ja, ist einfach. Dann werfen wir die Münze nach drüben. Und dann ist gut. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Rennt der vollkommen nach oben, oder? Klar, kein Problem. Macht auf Dauer keinen Unterschied. Ich hab noch jede Menge davon. Komm schon, dreh dich um. Das war richtig sinnfrei, weil ich aber auch die falsche Maustaste gedrückt habe. Ich mach das schon. Okay. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Noch jede Menge davon. So. Genau. Komm schon, dreh dich um. Jetzt oder nie. Okay, nicht gesehen? Ist egal. Nochmal, wir speichern erstmal. So. Ich kümmere mich drum. Ich hab's geschafft. Heftiger Scheiß. Gut gemacht, Junge. Bleib dort, ich komm zu dir. Achso. Klar, kein Problem. Ach, wir haben gar nicht geguckt, ob hier oben einer ist. Was ist das? Klare Sache. Ah, jetzt kommt ein Video. Gut gemacht, Junge. Du kennst das Spiel. Warte, bis ich zurück bin. Ich dachte, ich wäre so weit. Nächstes Mal. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Warum kann ich nicht mitkommen? Gib mir einfach eine Knarre. Eine Knarre, hm? Ich will, dass du den Baum aus 15 Schritt Entfernung triffst. Erstmal Training mitten auf dem Land vom Feind, ne? Ist okay, kann man machen. Wenn du das schaffst, bist du bereit für eine Knarre? Bis später, Johnny. Also die Einleitung war schon geil, ne? Fühlt sich sehr flüssig an. Grafik natürlich, ne? Ist für den heutigen Standard absolut, absolut geil. Ne, gibt's leider nicht im Sale. Zumindest jetzt nicht. Wir haben den 23.06. Aber es gibt genug Seiten, wo man sich ein Stream K kaufen kann, wo das untergesetzt ist. Ah, heftig. Erinnert mich so ein bisschen an den ersten Teil, den Hulk so gesuchtet. Also ich fand Commandos fand ich damals auch schon richtig schön mit den Armeegelände, also es gab ja hinter den feindlichen Linie, dann glaube ich Auftrag der Ehre oder sowas, ne? Super geiles Spiel, auch die späteren Spiele, wo man dann in die Gebäude konnte, richtig, und die Kamera drehen, was man ja am Anfang noch nicht so konnte. Aber das Desperados war schon eben was anderes. Es ist eben Wilder Westen, versteht ihr? Das ist so richtig so ein Männerding. Rupft sie ordentlich, Jungs. Nehmt alles, was glänzt und alles, womit man sich blind saufen kann. Na los, zeigen wir ihnen, wer der Boss ist. Scheiße, Entdeckung! Hier lang, wir greifen von der Seite an.
gesehen! Er ist da oben! Schnappt ihn! Lasst ihn nicht entwischen! Schnallt sie ab, Jungs! Für Bacon! Lasst mir welche übrig! Rocky Mountains, Byers Pass, Colorado. Der Tod. Oder soll ich sagen, Cooper? Irgendwas sagt mir, dass du nicht zum Fahrkartenstempeln hier bist. Anscheinend machen wir einen unplanmäßigen Halt. Ich sehe besser nach, was los ist. Ich weiß nicht, ob der zu cool ist. Aber damit fängt das Abenteuer nun mal richtig an. Aber das natürlich, ich mach mal wieder meine Fräze hier mit rein, das natürlich in der nächsten Folge. Ich muss hier noch ein bisschen, ach ja, obwohl, ich kann uns ja oben rechts hinschieben, oder mich besser gesagt. Da gehe ich mal kurz raus hier. Zack, ab nach oben geschoben. Dann sind wir für die nächste Folge schon mal richtig gut vorbereitet. Diese Karte ist ja mal mega, mega lang. Hör mal, wir sind hier, wir haben... Puh, das sind aber richtig viele, die ich da befreien muss. Da haben wir ordentlich was zu tun. Da bin ich wirklich mal besonders. Wir lernen ja noch ein paar kennen, ne? Wir spielen ja nicht alleine. Guck mal hier an der Seite, ne? Wir sind ja hier auf 1. Wir haben ja hier noch 4 Leute, die wir zusätzlich kriegen. Und das wird natürlich eine richtig schöne Angelegenheit. Boah, nee, also es ist nostalgisch gerade mein Gefühl, was ich habe. Und ich bin völlig aufgekratzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.